Moin, moin, Leute. Herzlich willkommen zurück bei den Mörderkaninchen und herzlich willkommen zurück bei dem, was letzte Woche wichtig war. Heute starten wir zuerst mit einer kleinen Richtigstellung meinerseits, denn letztes Mal hatte ich beim Todesa321-Update einige Sachen falsch, zumindest nicht ganz korrekt erzählt. Ich habe leider keine Ahnung, warum genau das passiert ist. Das ist mir tatsächlich auch erst aufgefallen, als mich einige von euch Zuschauern darauf hingewiesen haben. Und ich finde das ehrlich gesagt ziemlich schade, denn sowas sollte nicht passieren. Deswegen möchte ich mich an dieser Stelle dafür entschuldigen und das mal ganz kurz richtigstellen. Es ging um die Todesa321 Neo Expansion, beziehungsweise um den A321 an sich. Dieser Flieger hat ein Update bekommen. Letzte Woche hieß es noch, er solle ein Update bekommen und dieses Update war gestern. Das heißt also, der Flieger befindet sich jetzt auf der neuen Version. Das war insofern auch richtig, die Information danach allerdings nicht. Ich hatte nämlich gesagt, dass die Neo Expansion am 13.12. kommt. Das war aber Quatsch. Die kommt morgen, also am 15.12. und das Vorupdate, die Version 1.2, die dafür nötig ist, die kam gestern. Das habe ich irgendwie durcheinander gekriegt, was natürlich nicht passieren sollte, deswegen sorry an dieser Stelle, das passiert mir definitiv kein zweites Mal. Außerdem gab es ein Problem beim Preis. Keine Ahnung, was ich da für ein Umrechnungsschema benutzt habe, aber es war auch irgendwie ziemlich Banane. Ich hatte für $29.99, die dieses Neo-Upgrade kosten soll, aus was für Gründen auch immer einen Preis von ungefähr 28 Euro ausgerechnet. Das ist kompletter Bullshit, denn umgerechnet in Euro sind das 25. Die $29.99, die das morgige Neo Expansion Upgrade kosten soll, sind in Euro umgerechnet also ca. 25. Das ist zwar immer noch ziemlich teuer, aber naja, immerhin ist es jetzt nicht mehr falsch, von daher sorry nochmal an dieser Stelle, auch das passiert mir definitiv nicht nochmal. Und wo wir gerade schon beim Todesa321 sind, möchte ich nochmal ganz kurz daran erinnern, dass der ja nun morgen sein Neo-Upgrade bekommt. Das heißt also, die Neo-Expansion für die 25 Euro, die ich gerade eben angesprochen habe. Was aus meiner Sicht zwar immer noch eine ganze Menge Geld ist, aber das Ganze ja vielleicht sogar wert sein kann. Wenn ihr also tatsächlich Interesse daran haben solltet, dann könnt ihr euch diese Expansion morgen besorgen. Je nach Ansturm der Server kann es aber tatsächlich sein, dass das Ganze ein wenig auf sich warten lässt. Ich würde also vermuten, dass abends wohl eher die bessere Gelegenheit dazu wäre. Ich selbst habe mich aber noch nicht entschieden, ob ich mir die Neo Expansion holen möchte. Das kommt darauf an, ob sie den Preis auch wirklich wert ist. Und das wiederum ist eine Geschichte, die ich erst dann beurteilen kann, wenn die Expansion schon eine Weile draußen ist, es vielleicht ein paar Videos auf YouTube gibt und ein paar Leute ihre Meinung dazu geäußert haben. Ich bin ja sowieso der Meinung, dass diese $29.99 ein bisschen zu hoch angesetzt sind und dass man da durchaus erwarten kann, dass das, was mitgeliefert wird, eine sehr hohe Qualität hat. Ich weiß jetzt nicht, ob es eine hohe Qualität hat, das wird sich dann zeigen müssen, wie gesagt, aber was ich bisher so an Meinungen bzw. Screenshots oder auch auf YouTube in den Videos gesehen habe, denn es haben ja einige Streamer und Videomacher den Flieger vorab zur Verfügung gestellt bekommen, das lässt mich so ein ganz kleines bisschen daran zweifeln, dass diese hohe Qualität dem zugegebenermaßen sehr anspruchsvollen Preis gerecht werden kann. Ich muss aber quasi warnend hinten dran fügen, dass ich natürlich keine Ahnung habe, ob das auch wirklich so ist. Solche Streams bzw. YouTube-Videos, und das sollte eigentlich jeder wissen, der die schaut oder selbst macht, die sind immer in irgendeiner Art und Weise subjektiv. Vor allen Dingen dann, wenn es Videos sind, besteht eben die Gefahr, dass nur das gezeigt wird, was auch gezeigt werden soll. Und deswegen besteht natürlich immer ein Restrisiko. Und dieses Restrisiko ist das, was mich hier im Moment ein bisschen zweifeln lässt. Das nur mal eben als kleine Background-Story dafür, wieso ich mir den Flieger nicht direkt von Anfang an upgraden werde, sondern ein wenig warte, bevor ich das mache. Oder eben auch nicht. Es gibt nämlich tatsächlich auch Alternativen dazu, den Flieger payware-mäßig abzugraden. Die eine davon sind die Upgrades über externe Engines von Kada Jowohl, ich hoffe ich spreche seinen oder ihren Namen richtig aus. Da gibt es also Freeware-Engines, die man unter den Flieger bauen kann, anstelle der Standard-Engines, zusammen mit Custom-F-Mod-Sounds. Und das wiederum lässt den Flieger in einem völlig neuen Glanz erstrahlen. Diese Engines sehen nämlich wirklich fabelhaft aus und die Sounds hören sich genauso an. Wenn man also nicht die Neo Expansion kaufen möchte, sondern sich zum Beispiel die Pratt & Whitney 1000 oder das Leap unter die Tragflächen hauen will, dann kann man ja mal auf diesen Freeware-Mod schauen.
Und genau diesen Freeware-Mod mit dem Freeware Soundpack werde ich euch in der Videobeschreibung verlinken. Wenn ihr also Interesse daran haben solltet, euch das mal anzuschauen, dann könnt ihr einfach auf die Links klicken und kommt auf die entsprechenden Webseiten. Kleine Warnung am Ende: Das Ganze ist ein bisschen umständlich, ihr müsst im Planemaker ein wenig herumbasteln, es gibt aber sehr ausführliche Anleitungen, wie genau das funktionieren muss. Es frisst also eine ganze Menge Zeit und Arbeit, ist aber eigentlich nicht wirklich kompliziert. Und die zweite Alternative, die derzeit allerdings noch nicht wirklich fertig ist und sich noch in Entwicklung befindet, ist der Freeware A321 Neo. Den hatten wir schon relativ häufig in den News, ich möchte heute aber nochmal gesondert darauf hinweisen, weil er eine gute Alternative zum Toles A321 werden kann. Fertig ist dieser Freeware-Flieger zwar bisher noch nicht, aber er wird es irgendwann sein und das, was die bisher erreicht haben, sieht wirklich vielversprechend aus. Im Hintergrund seht ihr einige Bilder von diesem Flugzeug vorbeilaufen, nicht nur vom Modeling, sondern auch vom Coding, das heißt, man kann hier unter anderem die Ecamm-Pages erkennen und Custom Failures hat dieser Flieger auch. Noch viel besser ist allerdings die Tatsache, dass der Entwickler einen Discord hat, auf dem ich Einladungen erstellen kann und genau so eine habe ich euch in die Videobeschreibung gepackt. Wenn ihr euch also selber über den Fortschritt von diesem Flugzeug informieren wollt, dann ist das eure Gelegenheit dazu. Klickt auf die Einladung in der Videobeschreibung und kommt auf den Discord des Entwicklers. Glaubt mir, das lohnt sich. Mit dieser kurzen Auflistung wollte ich euch nur zeigen, dass es eben auch Alternativen zum Toles A321 gibt und dass das nicht das Nonplusultra sein kann. Vielleicht wird diese Neo-Expansion ihr Geld wert sein, immerhin wird die mit Systemen umgesetzt und zum Beispiel die Engines und das Soundpack bringen keine Neo-Systeme mit sich. Es kann ja aber auch sein, dass einige von euch eben kein Geld ausgeben möchten, sondern einfach nur einen visuell schön aussehenden A321 Neo fliegen wollen. Und für genau die Leute sind eben die Engines von Kadayo wohl wie gemacht, genauso wie das Soundpack. Die fügen zwar keine Systeme hinzu, aber die Atmosphäre, die dabei entsteht, die ist wirklich klasse. Und beim Freeware A321 Neo ist natürlich alles dabei, also auch das entsprechende Coding und die entsprechenden Systeme, die man in den realen Neos findet. Natürlich ist der Flieger noch nicht fertig, aber die Fortschritte, die das Entwicklungsteam macht, sind aus meiner Sicht nicht nur regelmäßig, sondern vor allen Dingen auch relevant. Und das lässt aus meiner Sicht den Schluss zu, dass wenn der Freeware 321 Neo fertig geworden ist, er ein gutes Konkurrenzprodukt zum Toles A321 darstellen kann. Und da wir die Flieger jetzt durch haben, würde ich sagen, dass wir uns den Szenerien widmen. Als erstes haben wir da welche in X-Plane, so wie immer, und zwar Vertical Sim Temper International, der ist nämlich auf die Version 2.0 abgedatet worden. In diesem Update geht es hauptsächlich darum, den Flughafen auf den aktuellen Stand der Entwicklung zu bringen und dafür zu sorgen, dass er generell verbessert wird. Im Changelog stehen Dinge wie generelle Texturverbesserungen, generelle Modeling-Verbesserungen und vor allen Dingen eine Aktualisierung des Flughafens auf Stand Mitte 2020. Außerdem habe man sich um neue Effekte gekümmert, sodass zum Beispiel Türen von Hangars jetzt zu öffnen sein sollen. Außerdem habe sich der Entwickler an die FPS-Optimierung gesetzt, was dazu führen soll, dass in Verbindung mit einer neuen X-Plane-Version ungefähr 2 bis 5 FPS, natürlich je nach Rechner, mehr herauskommen sollen. Das Update auf die Version 2.0 ist für all diejenigen, die Vertical Sim Temper schon besitzen, kostenlos. Für alle anderen kostet Temper von Vertical Sim 16 US-Dollar, das sind umgerechnet 13,16 €. Bitte behaltet aber im Hinterkopf, dass das Ganze natürlich wie immer Schwankungen unterworfen sein kann. Kaufen kann man den AirPod auf der Vertical Sim eigenen Store-Website. Wenn euch das interessiert, dann könnt ihr einfach mal in die Videobeschreibung schauen, da habe ich euch das Ganze nämlich verlinkt. Und dann gibt es noch einen AirPod für X-Plane, nämlich den Linden Pindling International AirPod von Runway 26 Simulations. Dieser Flughafen, der bis 2006 auch als Nassau International Airport bekannt war, befindet sich auf den Bahamas in der Nähe der USA und ist das Hauptgateway innerhalb dieses Landes. Dieser internationale und größte Flughafen der Bahamas ist jetzt von Runway 26 Simulations für X-Plane umgesetzt worden und herausgekommen. Laut Entwickler handelt es sich bei diesem Flughafen um eine aktuelle Umsetzung, sie soll also auf Stand 2020 sein. Dazu kommen HD Ground Textures, PBR-Materialien, Autogate-Unterstützung, statische Flugzeuge, die sich aber auch entfernen lassen, was ich persönlich echt gut finde, und 3D-Gras sowie 3D-Bäume. Ein Custom Nightlighting gehört ebenfalls dazu, genauso wie die Optimierung auf die FPS.
Wen dieser Airport auf den Bahamas interessiert, der kann ja mal auf SimMarket vorbeischauen. Da kostet er nämlich 14,40 Euro. Den entsprechenden Link dazu findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Und damit kommen wir dann zum Prepared, und zwar zur Just Flight British Aerospace 146. Und wem das jetzt bekannt vorkommt, der könnte mein Video geschaut haben, denn diesen Flieger von Just Flight habe ich vom Entwickler netterweise zur Verfügung gestellt bekommen. Ich werde dazu also wie immer ein detailliertes Review produzieren, von dem der erste Teil bereits hochgeladen ist. Damit seid ihr dann in der Lage zu sehen, was in diesem Paket mit dabei ist, ob das Ganze sein Geld wert sein kann und ob dieser Flieger vielleicht sogar etwas für euch ist. Der zweite Teil von diesem Review, das System Review, wird allerdings ein wenig auf sich warten lassen müssen, da ich im Moment ein bisschen mehr zu tun habe und ich mich in die Systeme erstmal hineinfuchsen muss. Dieser Flieger stellt leider eine etwas andere Entwicklung dar als das, was wir heute so modernerweise gewöhnt sind. Deswegen ist eine Einarbeitung in die Systeme aus meiner Sicht zwingend erforderlich, weil ich euch sonst gar nicht sagen kann, ob ich das gut finde oder den Flieger eventuell überhaupt nicht richtig bediene. Und das wäre natürlich ein bisschen blöd in so einem Review, deswegen bitte ich darum, mir etwas Zeit zu geben, damit ich mich in die Systeme reinarbeiten kann. An dieser Stelle möchte ich aber mal ganz fett Danke an Just Flight sagen, die so nett waren, mir den Flieger zur Verfügung zu stellen. Und wer weiß, vielleicht erwächst da ja in Zukunft ein wenig mehr draus. Und als letztes für den Prepared haben wir dann Active Sky von HiFi Simulation Technologies. Dieses Wettertool ist nämlich für den Prepared V5 herausgekommen. Mit der Kompatibilität für den V5 gehen einige Änderungen einher, so unter anderem der sogenannte EA Mode. Das hat allerdings nichts mit dem geldgeilen Spieleentwickler zu tun, sondern mit dem sogenannten Enhanced Atmospherics Mode. Dieser Modus soll dafür gedacht sein, die Übergänge zwischen dem Wetter smoother und damit schöner zu gestalten. Ich glaube, ihr kennt alle diese ruppigen Wetterübergänge bei einigen Tools, wo man teilweise richtige Kicks in die Seite bekommt, das Flugzeug mal ebenso 500 Fuß verliert und die Geschwindigkeit um diverse Knoten ab- oder zunimmt. Und genau das soll mit dem Enhanced Atmospherics abgemildert werden, sodass eben die Übergänge zwischen diesem Wetter wesentlich smoother und damit langsamer passieren. Das soll im Endeffekt dafür sorgen, dass das Wetter realistischer aussieht und vor allen Dingen sich realistischer anfühlt. Und das wiederum soll dafür sorgen, dass der gesamte Flug schöner verläuft, sodass man eben keine Kicks mehr in die Seite bekommt, sich das Wetter und die Wolken nicht einfach so spontan ändern, sondern dass das Ganze eben in einem fast merklosen Übergang passiert. Und das ist eine richtig coole Geschichte, wenn es denn funktioniert. Das würde nämlich dazu führen, dass wir die Übergänge des Wetters gar nicht mehr bemerken. Und das wiederum würde dazu führen, dass das Wetter wesentlich schöner aussieht und besser funktioniert. Zusätzlich dazu ist der Enhanced Atmospherics Mode allerdings im Prepared V5 auch dazu gedacht, das Wetter allgemein besser aussehen zu lassen. Die Wolken werden dadurch beispielsweise anders gerendert und außerdem soll die Visibility, das heißt also wenn Nebel vorhanden sein sollte, volumetrisch dargestellt werden. Ob das stimmt, weiß ich nicht und ausprobieren werde ich das vermutlich auch nicht. Denn diese Version ist leider kostenpflichtig und es gibt nur einen 35% Discount für die bisherigen User. Außerdem könnte ich das sowieso nicht ausprobieren, ich habe ja nur die Version 4.5 von Prepared und nicht die V5. Für mich ist dieses Update also eher weniger was, aber es könnte ja sein, dass euch das mehr interessiert. Und wenn das so sein sollte, dann könnt ihr ja mal in der Videobeschreibung vorbeischauen. Da findet ihr nämlich einen Link, der euch zu SimMarket führt, wo ihr Active Sky für den Prepared für 38,41 Euro kaufen könnt. Bitte beachten, die Steuern sind da nicht mit inbegriffen, warum auch immer. Und wie gesagt, für 35% Discount für bisherige User die neue Version ebenfalls erwerben dürft. Und um dieses Video jetzt nicht zu lang werden zu lassen, würde ich sagen, dass wir zu einem Ende kommen. Für dieses Video war es das also schon wieder. Vielen Dank, dass ihr bis hierhin dabei geblieben seid. Wir sehen uns im nächsten Video oder im nächsten Livestream wieder. Und bis dahin wünsche ich euch einen schönen, sonnigen und warmen Tag, anders als hier, denn hier ist es am Nieseln.